Warte, ich komme, nicht bewegen. Ich bin gleich da. Warte. Ja. Danke. Keine Ursache. Was willst du denn hier? Ich wollte Luna abholen. Dann ist mir plötzlich eine Decke auf den Kopf gefallen. Du hast aber gerade ganz bestimmt nicht die Villa geputzt, oder doch? Nein, das heißt so ähnlich. Ich habe alle Sachen, die ich nicht mehr brauche, rausgeworfen. Ich glaube, ein paar Veränderungen in meinem Leben tun mir gut. Finde ich super. Echt super. Ich hoffe nur, dass diese Veränderungen positiv sind. Und dass du diesmal das Richtige tust, Amber. Machst du dir Sorgen um mich? Ich weiß, dass es im Moment nicht einfach für dich ist. Falls du mal reden willst oder jemanden brauchst, der dir zuhört, kannst du zu mir kommen. Das ist ja unheimlich nett von dir, danke. Doch ich brauche nichts und niemanden. Ich komme wunderbar allein klar. Tu nicht so, als wärst du total abgebrüht. Ich kenne dich in- und auswendig. Ich weiß, hinter diesem ganzen Make-up, hinter dieser schwarzen Verkleidung, versteckt sich ein liebenswerter Mensch. Das ist es, was du glauben willst. Aber da liegst du falsch. So bin ich. Das, was du hier siehst, ist die wahre Amber. Das bist du nicht. Ganz sicher? Mhm. Ich weiß, wer ich bin. Stimmt was nicht, Simon? Hast du Angst zu akzeptieren, dass dir jemand wie ich gefällt?